Dominik Thiem ist zum ersten Mal Sportler des Jahres. Die Corona-Tests bei Red Bull Salzburg sorgen für Verwirrung. Und unsere ÖFB-Elf spielt heute gegen Luxemburg. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at-Sportstudio. Gestern Abend ist in der Wiener Markshalle die Sporthilfegala 2020 über die Bühne gegangen. Dominik Thiem gewinnt dabei die von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria durchgeführte Wahl haushoch vor Fußballer David Alaba und Skispringer Stefan Kraft. Er holt sich die Auszeichnung mit 1.183 Punkten vor David Alaba mit 447 Punkten. Stefan Kraft wird mit 410 Punkten Dritter. Es ist der größte Vorsprung seit 18 Jahren. Damals ist Sieger Stefan Eberharter 1.140 Punkte vor dem Zweitplatzierten Fritz Strobel gelegen. Nach mehreren Nominierungen ist es auch der erste Sieg von Dominik Thiem in der Kategorie Sportler des Jahres. Nicht verwunderlich, mit seinem Sieg bei den US Open hat sich der 27-Jährige für die Wahl dieses Jahr in eine vielversprechende Position gespielt. David Alaba ist trotz seinem Triple mit den Bayern in der Meisterschaft, im Cup und in der Champions League chancenlos gegen den Tennis-Weltranglisten-Dritten geblieben. Auch bei den Frauen wird Leichtathletin Ivona Dadic als Premierensiegerin ausgezeichnet. Die Siebenkämpferin setzt sich mit 915 Punkten gegen Skispringerin Chiara Hölzl mit 567 Punkten und Eisschnellläuferin Vanessa Herzog mit 390 Punkten, die letztes Jahr gewonnen hat, durch. In der Wahl zur Sportlerin des Jahres mit Behinderung wird Skifahrerin Veronika Aigner ausgezeichnet. Skifahrer Markus Salcher wird zum dritten Mal zum Sportler des Jahres mit Behinderung gewählt. Die Nikis in der Kategorie Special Olympics gehen an Eisschnellläuferin Sabrina Bichlmeier und Skifahrer Lukas Kaufmann. Als Sportlerin mit Herz wird die ehemalige Fußballspielerin Nina Burger mit ihrem Projekt der Heimkicker ausgezeichnet. In der Mannschaftswertung hat zum dritten Mal in Folge der österreichische Fußballserienmeister Red Bull Salzburg gewonnen. Die Bullen setzen sich vor dem LASK und dem MotoGP-Team von KTM durch. Und mit der erfreulichen Nachricht für Red Bull Salzburg bei der Sporthilfegala gibt es für die Bullen gestern noch ein zweites Aufatmen. Nach den 6 vermeldeten positiven Corona-Tests bei Salzburg am Montag sind nach neuerlichen Tests doch wieder alle Spieler negativ. Das zuständige Labor sagt, dass weder beim Test noch bei der Übermittlung Fehler passiert sind. Bei positiven Tests mit geringer Viruslast ist es aber möglich, an einem Tag positiv und am nächsten negativ getestet zu werden. Der Salzburger Fußballverein fordert nun einen Teststrategiewechsel von der Bundesliga und den Gesundheitsbehörden. Die Quarantäne der Bullen ist mittlerweile aufgehoben. Nach der Corona-Entwarnung reisen nun 11 Spieler doch von Salzburg zu ihren Länderspieleinsätzen. Andreas Ulmer, Zizan Stankovic und Maximilian Wöber stoßen heute zum Nationalteam dazu. Für unsere Nationalelf steht heute Abend nämlich ein Testspiel gegen Luxemburg am Programm. Das Spiel im Stade Jozy Partel hat für beide Mannschaften aber eher untergeordnete Priorität. Es wird für beide Teams ein Aufwärmprogramm für die Nations League Matches, wo Österreich und auch Luxemburg um den Gruppensieg spielen. Für Österreich geht es in der Nations League schon am kommenden Sonntag gegen Nordirland und am darauffolgenden Mittwoch gegen Norwegen weiter. Heute um 20.30 Uhr sind Sie im KRONE.at Sportticker live beim Testspiel unserer Nationalelf gegen Luxemburg dabei. Nach dem Corona-Jahr, in dem ja vieles nicht so stattfinden konnte, wie man es sich vorgestellt hat, will die Formel 1 nächste Saison in ein Rekordjahr starten. Gestern ist der provisorische Plan für das Jahr 2021 veröffentlicht worden und in dem sind 23 Rennen vorgesehen. Das sind so viele wie noch nie. Der Grand Prix von Österreich soll wie geplant am 4. Juli am Red Bull Ring über die Bühne gehen. Wir planen die Events 2021 mit Fans, so dass es Erlebnisse nahe an der Normalität sein sollen, so Geschäftsführer Chase Carey. Der Auftakt geht in Melbourne am 21. März 2021 über die Bühne. Das Saisonende ist für den 5. Dezember in Abu Dhabi geplant. Das waren die wichtigsten Sportschlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Mittwoch und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.